Moritz, Bietigheim-Bissingen geschlagen. Tabellarisch sind sie auf einer ähnlichen Position gewesen wie ihr. Ihr habt jetzt den vierten Sieg in Folge. Ja, wie geht's euch jetzt? Ja, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall im Moment ziemlich gut drauf. Haben jetzt, wie gesagt, die letzten vier Spiele gewonnen. Haben einen kleinen Lauf wieder nach den zwei Spielen gegen Kickers und Groß Asbach. Und ich denke mal, unser Ziel war es ja, nicht abzusteigen. Das haben wir jetzt aus den Köpfen raus, so ziemlich, können jetzt befreit aufspielen. Und deswegen, wir geben jetzt, obwohl wir eigentlich nicht mehr viel erreichen können mit Aufstieg, es geht nichts mehr nach oben. Unten haben wir abgehakt. Trotzdem wollen wir noch so viele Punkte wie möglich sammeln. Und ja. Zum Spiel heute noch ein paar Dinge. Was war heute das Spielentscheidende? Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir ziemlich giftig in Zweikämpfen, konnten auch hier oben auf unserem Kunstrasen gut zocken, haben die auch das ein oder andere Mal ein bisschen alt aussehen lassen, würde ich sagen. Können meiner Meinung nach auch höher führen zur Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit, die ersten fünf Minuten sind wir wieder gut rausgekommen, dann konnten wir so 20 Minuten unser Spiel nicht so gut durchdrücken, haben dann aber das 3-0 gemacht nach einem Eckball und dann war die Sache auch gegessen eigentlich. Zufrieden mit deiner eigenen Leistung in dem Spiel und abgesehen davon, wie zufrieden oder wie bewertest du deine Entwicklung in der Saison? Ja, ich bin ja auch jetzt erst zum Saisonstart nach Mutschelbach gekommen, habe da vorher in Waldorf gespielt, habe dort nicht so eine große Rolle gespielt und dafür bin ich auf jeden Fall zufrieden, wie viel Spielzeit ich hier bekomme, wachse immer mehr in die Mannschaft rein und zu meiner heutigen Leistung würde ich sagen, ich hätte gerne ein Tor geschossen, wäre möglich gewesen, aber ich meiner Meinung nach habe ich trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Ja, ihr seid ja ziemlich gut drauf. Ärgert es dich, dass die beiden Erstplatzierten so weit weg ist, dass man eigentlich von oben mitspielen fast nicht mehr zu sprechen braucht? Ja, ich meine, wir sind als Aufsteiger aus der Verbandsliga in die Oberliga gekommen. Und dafür ist es auf jeden Fall beachtlich, was wir diese Saison spielen. Damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Und deswegen, unser Ziel war es jetzt nicht aufzusteigen. Deswegen ist das alles. Wir geben unser Bestes und dann gucken wir, was am Ende rauskommt. Ja, nicht absteigen, wenn ich mir eure Mannschaft und eure Leistungen anschaue, habt ihr aber größere Ziele, oder? Ja, also jetzt als Aufsteiger erstmal nicht. Wir wollen uns jetzt erstmal in der Oberliga festspielen, eine gute Saison spielen. Dann schauen wir, was es die nächsten Jahre gibt, aber dieses Jahr war nicht das Ziel der Aufstieg. Ja, was ist das Geheimnis eures Erfolgs, sagen wir mal, diese Saison? Schwierig zu sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben eine ziemliche Geschlossenheit in der Mannschaft, sind ein Team, sind untereinander alle gut befreundet, verstehen uns super auf dem Platz, aber auch neben Platz und in der Kabine. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, was auf jeden Fall ein Schlüssel ist. Und ja. Abschlussfrage, wie motiviert ihr euch jetzt noch für diesen Saisonendspurt, da es ja für euch von der Tabelle her wahrscheinlich nicht so viel zu holen gibt? Doch, wir wollen so gut wie möglich dastehen am Ende und ich glaube, motivieren müssen wir uns gegenseitig nicht groß, weil wir halt einfach jedes Spiel gewinnen wollen, weil wir eine geile Mannschaft sind. Ja, Trainer stimmt uns immer gut ein, das passt alles. Moritz, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Dankeschön.